Hallo zu On The Grid, Claudia Schießel mein Name. Heute geht es um das Thema Pflege und vor mir steht Frau Jasmin Zirkel. Sie betreibt eine eigene Pflegeagentur. Erzählen Sie mal kurz, wie ist das eigentlich, wenn man eine eigene Vermittlungsagentur zum Thema Pflege überhaupt führt, betreibt etc.? Naja, es ist eine interessante Herausforderung. Ich bin selber auch Krankenschwester und habe vor mittlerweile über 10 Jahren diese Agentur gegründet und habe mir als Ziel damals gesteckt, einfach ein bisschen genauer in den häuslichen Bereich zu schauen, wo die Lücken eigentlich sind. Und muss sagen, es ist die 24-Stunden-Betreuung, also die eigentliche Personenbetreuung, natürlich ganz ein wichtiger Bestandteil auch für die Pflege zu Hause. Und aus meiner Sicht, was die Agenturleitung jetzt an sich betrifft oder der Alltag einer Vermittlungsagentur, so muss man eigentlich sagen, ist es so, dass man mit sehr vielen Herausforderungen immer wieder konfrontiert sind, die natürlich auch immer wieder entsprechender qualitativer Basis brauchen. Jetzt ist das Thema Pflege durchaus auch ein leidiges Thema, sage ich jetzt einmal. Wie wichtig ist es für Sie als Vermittlerin sozusagen als Goal oder Gatekeeper eigentlich zwischen Familie und Betreuerin zu agieren? Ja, das ist ganz ein wichtiges Thema. Wie Sie das schon erwähnen, ist es eben nicht nur so, dass nicht nur der Kunde oder der Patient oder der Angehörige entsprechend seine Anforderungen hat, was natürlich selbstverständlich ist. Das sind kranke Menschen, die ihre Geschichte mitbringen, wo dann natürlich auch die Betreuerin oder der Betreuer im Haushalt in die Privatsphäre sozusagen eindringt, was schon einmal eine sehr große Herausforderung auf der Seite vom Kunden ist. Die andere Seite sind aber natürlich auch die Betreuer, die auch ihre Lebensgeschichte mitbringen und auch entsprechende Bedürfnisse natürlich haben, weil sie 24 Stunden vor Ort sind in den meisten Fällen. Und da zwischendrin ist es natürlich nicht immer einfach, auf alle Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Also wir haben schon eine sehr, sehr große mediatorische Aufgabe und wirklich dann auch noch eben diesen Part, dass das Ganze dann auch, also die Pflege an sich, nicht nur die zwischenmenschlichen Probleme, dann eben auch noch dementsprechend funktionieren, so wie es sein soll. Und das ist schon eine ganz interessante Herausforderung, was nicht immer ganz einfach ist. Das kann ich verstehen. Wie viele Patienten betreuen Sie da? Wir haben im Moment so ungefähr 120 Patienten in der Betreuung. Also doch eine ziemlich große Geschichte, auch logistisch, wenn man bedenkt, wahrscheinlich im 2-Wochen-Turnus wechseln Sie oder wie läuft das bei Ihnen? Wir wechseln im 4-Wochen-Turnus, wobei nicht alle Patienten bei uns 24-Stunden-Betreuung haben. Wir eben auch sehr intensiv in der stundenweisen Betreuung arbeiten, wo wir dann mit österreichischem Personal tätig sind in verschiedensten Ausmaß, von der einstündigen bis zur mehrstündigen oder Tagesbetreuung. Und ich nehme an, das österreichische Personal ist auch speziell geschult und da werden auch Krankenschwestern dabei sein, oder? Beim österreichischen Personal streckt sich das eigentlich von der Krankenschwester bis ganz zur unausgebildeten Person, weil wir dann natürlich auch viel in der Alltagsbegleitung und so machen. Also das muss man immer anschauen, was eben vor Ort gefragt ist. Wie ist das jetzt? Man hat da 24 Stunden Betreuung. Kann man Sie auch sozusagen alle 24 Stunden erreichen oder wie müssen Sie das managen? Mich meinen Sie jetzt als Agenturleitung? Ja. Nein. Also die Agentur hat natürlich nur mehr Werktags Erreichbarkeiten sozusagen. Wir haben das früher schon einmal gemacht, dass wir auch als Organisatoren erreichbar waren. Aber ich muss sagen, mittlerweile hat sich das eigentlich so entwickelt, dass wir zu den Werkzeiten, das ist von 8 bis 15 Uhr bei uns erreichbar sind, wenn es Probleme gibt. Manches weiß man ja auch, wenn irgendwas noch nicht ganz so nach Plan, oder nach Plan ist vielleicht falsch gesagt, sondern einfach sich erst am Einspielen ist bei neuen Betreuungen oder neuen Betreuern. Da sind wir dann von vornherein einfach auch da, dass wir, wenn wir im Büro sind, einfach das dementsprechend servicieren. Und ansonsten ist es so, dass die Betreuer aber schon ihre Anlaufstellen haben. Das heißt, die haben ihre Personalmanagerin in Rumänien, die auch die Muttersprache spricht, die eigentlich immer für die Betreuer auch erreichbar ist, wenn sie ganz dringend was brauchen. Und sollte das nicht sein, und es liegt ein medizinischer Notfall vor, dann muss sowieso ein Arzt gerufen werden. Da werden sie aber von uns dementsprechend angeleitet. Und wie läuft das Qualitätsmanagement bei Ihnen ab? Also werden auch die Betreuerinnen kontrolliert? Ja, die Betreuer werden vor allem am Anfang, wenn die Betreuung startet bei einem neuen Patienten, werden die Betreuer von unserer Diplomkrankenschwester eingeschult, eingeführt und begleitet. Das machen wir je nach Betreuungsschwere innerhalb der ersten 3 Tage.
Und da ist die Diplomierte wirklich vor Ort, geht mit den Betreuern die gesamte Anamnese des Patienten durch, schaut, wo die Schwerpunkte in der Betreuung liegen sollten, schaut sich das an, ob die Betreuerin das alles kann, macht die ganze Dokumentationsschulung mit ihr natürlich. Also das wird alles wirklich gezielt auf den Patienten durchgeschaut. Und je nachdem, wie dieser erste Besuch läuft, wenn es da Schwächen gibt oder was, dann werden halt dementsprechende Folgebesuche vereinbart. Wenn das alles gut funktioniert und die Betreuerin der Sache gewachsen ist oder auch dementsprechende Vorkenntnisse mitbringt, dann werden die Visiten im Normalfall im Schnitt einmal im Monat durchgeführt, einfach um ein gewisses Controlling zu gewährleisten. Und abschließend zwei Fragen zum Thema, was bringen eigentlich die Betreuerinnen aus dem Ausland, also Rumänien, Ungarn, Tschechien, Slowakei und so weiter mit, weil da weiß ich auch quasi von der Krankenschwester angefangen bis hin zur gerade mehr oder weniger Ausgebildeten mit diesem 100-Stunden-Kurs, wo auch immer die Frage ist, ob der so korrekt abgelaufen ist, so mal dahingestellt, wie ist da die Bandbreite gelagert? Also Sie haben das schon genau richtig angesprochen. Die Bandbreite ist wahrscheinlich sehr groß. Wir als Agentur haben schon vor vielen Jahren aufgehört, diese Ausbildungen einzufordern, weil es eben genauso wie Sie das auch schon ein bisschen in den Raum gestellt haben, nicht wirklich kontrollierbar ist, wie gut diese Ausbildungen waren oder ob die wirklich auch absolviert wurden oder auch zur Gänze absolviert wurden. Und meiner Meinung nach ja trotzdem die Ausbildungssysteme in den Nachbarländern andere sind als bei uns in Österreich. Das heißt, ich glaube auch, dass man das nicht wirklich vergleichen kann, weil wenn zum Beispiel aus Rumänien eine Betreuerin, die Krankenschwester ist, bei uns einwandert und bei uns arbeiten möchte, müsste sie sich ja auch nostrifizieren lassen, damit die Ausbildung anerkannt wird. Das heißt, für uns ist die Tatsache, dass nicht wirklich eine Ausbildung vorgeschrieben wird seitens der Gewerbescheinberechtigung, haben wir uns das eigentlich so organisiert, dass die Betreuer in erster Linie unter Anführungszeichen kontrolliert werden, was sie können in der Praxis, welche Erfahrungen sie mitbringen und wir uns das wirklich vor Ort anschauen und auch selbst schulen. Die Betreuer werden bei uns bei jeder Anreise im Büro, kriegen sie eine Speed-Schulung, so nennen wir das, zu ganz spezifischen Fachthemen wie Inkontinenz oder Dekubitus oder Erste Hilfe, das sind verschiedene Themen, genau, wo sie von uns einfach wirklich ganz aktuell die Inputs kriegen, wo wir dann wissen, das können sie jetzt. Davon kann ich aus persönlichen Gründen ein Liedchen singen. Wie wichtig ist da auch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Vorortbetreuung? Da gibt es ja auch oft einmal Bandagedienste, so diverse Krankenschwesterndienste. Gibt es da auch noch einen Austausch? Natürlich, also man muss sowieso differenzieren, welche Tätigkeiten dürfen die Betreuerinnen machen oder nicht. Und die Tätigkeiten, die nicht mehr ins Aufgabengebiet von einer Betreuerin fallen, da wäre zum Beispiel ein Verbandswechsel das Thema oder Tracheostomapflege und wirklich also spezielle medizinische Fachthemen. Diese Sachen macht dann eben unsere Diplomkrankenschwester oder kann man natürlich auch mit den Trägerorganisationen der Hauskrankenpflege kurz schließen. Und dann gibt es auch noch diese mittelverantwortlichen Tätigkeiten, so nenne ich das jetzt einmal. Das wäre zum Beispiel Subkutaninjektionen wie Blutverdünnungsspritzen, die der Patient zum Beispiel kriegen muss, oder auch Blutzuckerspritzen. Da ist es so, dass es delegiert werden muss von einem Arzt oder von einer Krankenschwester, was meiner Meinung nach auch noch viel zu wenig gemacht wird in der Praxis, dass die Betreuer wirklich vor Ort angeleitet werden und auch Blick drauf geworfen wird, ob sie das können. Und dementsprechend kann man dann das auch delegieren, dass ich es dann auch darf. Ja, weil nur weil Sie sagen, dass es können, ist ich kenne das ja. Zum Schluss, was würden Sie sich von der Politik wünschen und wäre es eigentlich sinnvoll, hier eine Ausbildung vorauszusetzen für den Gewerbeschein? Ich glaube auch, so wie der Andreas Herz vorhin schon gesagt hat, dass sehr, sehr viel schon passiert ist in die Richtung der Qualitätssicherung und was jetzt natürlich auch ansteht, was meiner Meinung nach jetzt einmal das Wichtigste dann auch wäre, ist die Schulung der Betreuer, weil da einfach noch sehr wenig Voraussetzung da ist und ich glaube, es ist ja natürlich auch immer eine Frage der Diskriminierung, ob die Betreuer bei uns oder im Heimatland gebildet und geschult werden, nur ist es meiner Meinung nach so, dass es ein Angebot geben muss, wo
die Betreuer hier bei uns geschult werden vor Ort, dass wir einfach als Agenturleitungen auch wissen, womit wir wirklich rechnen können und wovon wir ausgehen können. Und ich glaube, dass das eines der wichtigsten Themen in den nächsten Jahren sein wird. Wie schult man die Betreuer? Ja, nämlich auch organisatorisch ist das nicht so einfach. Die haben ja weite Anreisen. Und wenn sie da sind, nachher müssen sie schon betreuen beim Kunden. Man kann sie dort nicht immer wegholen. Also das ist von der Organisation her irrsinnig große Herausforderung. Aber ich hoffe, dass es auch da Lösungen geben wird in den nächsten Jahren, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Genau, ja. Ich kenne das auch bei den Turnuswechseln, da hat man meistens nie viel länger als 5 Minuten zu reden. Mhm, genau. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch, wünsche viel Glück und einen angenehmen Sommer. Danke vielmals ebenfalls. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.